So, herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, zum ersten Test meines neuen Setups. Bitte gehen Sie hier hin, Dankeschön. So, das wird nicht funktionieren. Wait a minute. Also wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das und wir brauchen das und das. So. Das hat schon mal nicht so funktioniert, wie es sollte. Warum habe ich jetzt auf beiden Bildschirmen das gleiche? Sehr interessant. Wenn ich das beende, habe ich immer noch auf beiden Bildschirmen das gleiche. Das ist natürlich nicht so geil. Sollte eigentlich. Wo ist denn der jetzt? Du bist da und du bist da, bitte. Ja, das sieht schon besser aus. So, okay, das ist natürlich traurig. Warum? Das heißt, Vollbild geht nicht so wirklich. Okay, das kann natürlich sein, weil in meinen Einstellungen noch das Falsche drin ist. Malala, da mein Test Conf. Machen wir wahrscheinlich. Nee, ist das Richtige. Okay, warum stellt der mein Bildschirm um? Hahaha, ist irgendwo noch meine alte Auflösung? Nö. Das nicht. Gut, dann müssen wir erstmal gucken, ohne Vollbild. Okay. Dann schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert. Kann ich jetzt hier sagen, Vollbild. Weitere Aktion, Vollbild. Aha, das geht. Sehr geil. Hier haben wir fest, Vollbild muss angezeigt werden soll. Fans bekommen selbst über keinen Möglichkeit verfügt. Lalalala, Alt F3. Ja, ist auch egal. Starten. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Wir machen mal einfach mal was Neues. Test 4K. Wie gesagt, das Spiel selber nehme ich natürlich, wie ihr gerade schon vielleicht geahnt habt, in Full HD auf. Aber wer meine letzten Roomtour-Videos gesehen hat, der weiß, dass ich das Ganze upskalieren werde und warum ich das upskalieren werde. So. Okay, sieht doch schon mal gut aus. Warum habe ich keine FPS-Anzeige? Achso, klar, weil es ja mein Let's Play ist, da muss ich erstmal so. Okay, wir haben stabile 60 Bilder pro Sekunde. Das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Machen wir hier ein bisschen Sichtweite, ein bisschen hoch. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier natürlich auch eine relativ triste Umgebung. Da hinten sind Äpfel. Grant me all. So, übrigens, wer schon gesehen hat, ja, ich habe jetzt tatsächlich gerade vor einer Stunde ungefähr auf MyTest 5.4 geupdatet, die Version, die tatsächlich schon ein paar Tage draußen ist, aber irgendwie im Mietrein vorbeigegangen ist. Autsch. Genauso wie ich auch auf meinem Mindclone-Server Mindclone aktualisiert habe, zu Version, oh, lecker Äpfel, zu Version 0. Was? 0.71.0, die erste Version, wo sie nicht mehr mit dabei ist. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber es ist natürlich so, ne, dadurch, dass sie halt privat keine Intention mehr hat, da weiterzuentwickeln, würde es halt für sie auch keinen Spaß machen, da noch weiterzuentwickeln. Und von daher bin ich eher ganz froh, dass sie das nicht einfach eingestampft hat, sondern tatsächlich die Führung abgegeben hat. Also Props gehen raus. Wusi wird trotzdem immer einen Platz in meinem Herzen haben. Natürlich nicht so einen großen Platz wie Hatsune Miku, ne? Nur dass wir uns richtig verstehen. Weg da, meine Äpfel, alles meins. So, gibt es hier mal ein bisschen spannenderes Gegenden, so wie da hinten zum Beispiel. Da sind doch ganz viele Äpfelbäume. So, wir haben immer noch stabile 60 Bilder pro Sekunde, das ist ganz geil. Trotz Aufnahme. Ich hoffe, die 60 Bilder sind dann auch in der Aufnahme vorhanden, weil ich hatte ja schon erwähnt gehabt, wenn ich mit FFmpeg aufnehme, so wie ich es früher gemacht habe,
Dann habe ich in der Aufnahme, obwohl das Spiel selber mit 60 Bildern pro Sekunde läuft, nur gefühlt 6 Bilder pro Sekunde. Also, ja, keine Ahnung. Ich hoffe, mit Voker Screen läuft das Ganze ein bisschen besser. So, kann man hier. Filmmodus, genau. Oh, läuft das Ganze noch ein bisschen flüssiger. Wobei, nee, flüssiger ist ja gar nicht so gut, weil das ja dieses Übelkeitsgefühl hervorbringt bei Zuschauern. Also, habe ich zumindest so gehört. Keine Ahnung, ob es wirklich stimmt. Da hinten sind ein paar schöne Bäume. Bäume sind immer relativ gut zum Performance-Testen, weil durch die ganzen Blätter natürlich, ne, Impact. Aha. Damit teilweise schon nur noch 50 Bilder pro Sekunde. Oha. Gut, ich meine, ich habe auch eine relativ hohe Sichtweite mit 300 oder so, ja. Aber wobei, es geht eigentlich. Ich habe immer noch 60 Bilder pro Sekunde. Wahrscheinlich nur, wenn der hinten generiert oder sowas. Ah. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Holy shit. Nice. Das ist echt nice. So, bewegen wir uns mal ein bisschen. Ah, siehst du, wenn ich mich schnell bewege, ist gerade auch runtergegangen auf 40 Bilder pro Sekunde. Jetzt habe ich immerhin kurzzeitig 50 gehabt, aber jetzt stabilisiert sich das Ganze wieder. Also man merkt schon, ne, Ryzen, das ist, also für die, die es nicht wissen, mein Rechner ist noch nicht ganz fertig. Also nicht so, wie er letztendlich endgültig geplant ist, soll heißen, ich habe nach wie vor keine dedicated Grafikkarte, sondern das ist die Grafikeinheit innerhalb der CPU. Ich habe eine 3400G und dafür, dass es nur die, ich sage jetzt mal, in der CPU integrierte Grafikkarteneinheit ist, finde ich das doch schon extrem performant. Und ich freue mich schon echt, wenn ich dann später eine richtige Radeon-Grafikkarte habe. Das wird dann nochmal um einiges besser. Aber so reicht es auch erstmal vollkommen aus. So. Ach, geil, Alter. Nahezu durchweg 60 Bilder pro Sekunde. So muss das sein. So, die Frage ist, was machen wir jetzt so? Ich würde mal sagen, wir machen mal hier. Habe ich hier meinen Klon? Nein, tatsächlich nicht. Schade eigentlich. Ich mache mal hier meinen Server. Ach nee, das wird nicht funktionieren. German Mein Klon. Ich hoffe, der braucht jetzt nicht allzu lange zum Laden. Wenn doch, muss ich leider abbrechen. Weil, wie gesagt, dadurch, dass ich halt mein Server geupdatet habe, sind natürlich auch die ganzen Medien neu. Das heißt, der muss jetzt alle wieder neu laden. Und ich hoffe einfach, das dauert nicht allzu lange. Ah, doch, sieht relativ gut aus. Sehr schön. Ich habe, by the way, auch keine Direktverbindung mehr, ne? Das heißt also, ich spiele jetzt nicht mehr lokal über mein LAN, sondern ich spiele über meinen Router hinweg. Also, mein Rechner ist per WLAN mein Router und der Router WLAN dann zu meinem Laptop. Warum ich kein LAN mehr habe, liegt einfach daran, dass ich zu faul war, wieder eine neue Verbindung aufzubauen. Ihr könnt jetzt einfach auch eine LAN-Peitsche legen zwischen Rechner und Laptop. Würde gehen, habe ich aber keinen Bock drauf. deswegen spiele ich über WLAN. Das heißt, ich habe ungefähr so die gleiche Geschwindigkeit. Naja, schon doch etwas besser als ihr habt. Zumal ich ja auch über das Internet spiele. Ne? Also, ich spiele nicht mal im lokalen Netzwerk, sondern ihr habt ja gerade gesehen, ich habe es per Internet aufgerufen. Das heißt, der Traffic geht erstmal raus und dann wieder rein. Ich habe also gerade mal 120 Kilobyte Download, das gleiche wie ihr auch habt, wenn ihr online mit meinem Server spielt. Von daher bin ich mal ganz gespannt, wie das Ganze jetzt laufen wird. Performance-technisch gesehen. Ist gerade jemand auf dem Server? Nö, ist er nicht. Sehr schön. Das heißt, wir spielen alleine. Echt schon 95%, das geht ja eigentlich voll. Nice. Ich dachte, es ist schlimmer. Wow, wir sind ja schon online. Geilomato. Das sieht doch supi aus. Holy shit. So. Ach, ist natürlich scheiße, dass jetzt überall Wolken sind. Man sieht ja gar nichts. Wir gehen mal. Haben wir hier einen Homepoint gesetzt? Oh Gott, ich habe hier schon so lange nicht mehr gespielt. Die Frage ist, wenn ich jetzt zum Spawn gehe, finde ich hierhin zurück? Ich glaube nicht. Habe ich hier einen Spawnpoint gesetzt? Kann ich hier, gibt es hier irgendwie List Homes oder sowas? Wartest du? List Homes? Nein. List Home? Nein.
Help! So, home, 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 home. Home. Ich hoffe übrigens, dass die ganzen Mods noch weiter noch funktionieren, weil wie gesagt, ich habe sowohl mein Ton geupdatet als auch mein Test. Und ich hoffe einfach, es gibt keine Konflikte bei irgendwelchen Mods, weil die Mods hier habe ich allesamt nicht geupdatet. Ich hoffe also, sie sind weiterhin kompatibel. Wo ist denn jetzt hier Holmes? Wo war denn das? Lightning, Essential E-Mail, Vaults, Area, Lightning, la 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 la, Weather Protection, da, Holmes. So, ach so, einfach nur Holmes. Ah, that makes sense. Oh, ich habe gar keine. Dann mache ich mal Set Home. So, dann gehen wir mal zum Spawn. Mal gucken, wie so die Performance ist, weil gerade am Spawn sind halt ne, so diverse Sachen, so wie die ganzen Flaggen und sowas alles, und dann sieht man schon, da braucht er mal ein bisschen, bis er die geladen hat. Was ich persönlich recht schade finde. Oh ja, am Spawn merkt man schon, da geht die Performance ganz schön runter. Weil der Spawn leider ganz schön voll ist, hier mit den ganzen Schriften, und das sind ja alles solche Objekte, und das ist natürlich, das drückt runter, das drückt definitiv runter. Oh Gott! Oh, das hasse ich ja so sehr. Wenn man rennt, dieses Sichtfeld verzerren. Ich hasse sowas. Kann man das deaktivieren? Alter, da kriegst du ja Paranoia. Ach ja, stimmt, der ist jetzt auch 3D-Model. Sehr nice. Hallo, warum gibt F7 nicht? Nani? Wie war denn das? Tasten ändern. Hautnebel, la la la, Konsole, Schicht weiten, Kamera wechseln. C. Genau. Der Kopf folgt jetzt der Kamera. Konnichiwa, 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 konnichiwa. Oh, I have a penis. I have a penis colada. Was? So, okay. Oh, ja. Der grinst mich an. Sehr schön. Ja, also an sich geht doch eigentlich internettechnisch relativ gut mein Server. Und tatsächlich die Performance geht auch. 60 Bilder pro Sekunde. Das ist doch geil, ist das doch. Oh, wenn ich jetzt dahin gucke. Oha, okay, da habe ich nur noch 30 Bilder pro Sekunde. Wobei ich sehe gerade, das seht ihr leider gerade nicht. Das ist wahrscheinlich meine CPU, die limitiert. Einfach aufgrund der ganzen Objekte da hinten. Mein Test ist halt nicht so performant. Ah, nur 25 Bilder pro Sekunde. Das ist natürlich nicht so geil. Wir versuchen mal vom Spawn ein bisschen wegzukommen. Warum kann ich nicht so schnell rennen? Sag mal, was ist denn hier los? Wie war das? H, nein. J, Schnellmodus. Ach ja. Ich grant me fast. Fuck you. You fucking stupid idiot. Priv. Wie war das? Also ich habe schon so lange kein Mic-Test mehr gespielt. Oh Scheiße. Was braucht. Nee. Nee. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Was brauche ich, um mir Privilegien zu geben? Ich hatte doch. Hatte ich nicht. Interact Home Area Limit Short. Nee, ich habe nichts. Scheiße. Ja gut. Na, der läuft einfach mal so. Aber man sieht schon, wenn ich in die Richtung gucke, habe ich wieder 60 Bilder pro Sekunde. Es liegt also wirklich dadurch, daran, dass am Spawn diese ganzen Schriften und Flaggen und sowas alles sind, die halt mein Test gerade schon runterziehen. Ah, my lovely hotel. Gut, in die Richtung habe ich auch nur 40 Bilder pro Sekunde. Okay. Okay. Jetzt nur noch 30. Gucken. It's getting worse and worse. Okay. Ist natürlich. Ich meine, ich habe jetzt, wie gesagt, auch 300, also relativ weite Sicht. Aber dass er trotzdem jetzt schon beim Zusammenbrechen ist, ja, immerhin nur noch 20 Bilder pro Sekunde. Ich meine, ist bei weitem besser als früher. Da hatte ich bei der Sichtweite, weiß nicht, nur noch 12 Bilder pro Sekunde oder sowas. Er ist auf jeden Fall schon mal fetter. Alter, diese Sicht, ey, dieses. Boah. Wer da keine Paranoia kriegt, der hat garantiert schon Paranoia. So, wir gehen mal zu meinem schönen Hotel.
Yay! Und wir haben wieder 50 Bilder pro Sekunde. Ja, leck mir am Arsch. So, da ist mein altes Gebäude. Sehr geil das Ganze. Sehr, sehr geil. Oha! Ah! Da fängt mein Server an zu laggen. Also Internet. Sehr interessant. Oh ja, man merkt schon, dieser teilweise Ruckler, wo er mich zurücksetzt. Naja, bei meinem Laptop steht ja auch gerade Moving too fast, resetting position. Ja. Aber es geht echt. Ne? Ich dachte echt, es ist schlimmer. Gut, ich bin jetzt hier auch gerade allein auf dem Server, sonst ist keiner drauf. Wenn jetzt hier 50 Leute gleichzeitig drauf sind, sieht es natürlich ganz anders aus. Klare Sache. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Doch, definitiv. Ich bin echt zufrieden mit der ganzen Sache. Geht definitiv besser als gedacht. So. So, okay. Dann gucken wir mal jetzt noch in den anderen Server rein. German Creative Server. Auch Kacke. Wie war denn hier das Passwort? Wäre auch zu einfach gewesen. Was ist das? Bitte. Nee, das war von meinem Carpeten-Server. Scheiße. Dann kann es ja bloß das gewesen sein. Ah, sieht gut aus. Sehr schön. Geil. Ich bin echt gespannt, ob die Aufnahme was wird. Ob VocoScreen NG so schön funktioniert, wie es soll. Ich hoffe auch, dass mit dem Mikrofon alles so funktioniert, wie es soll. Ich habe nämlich gerade an meinem Kran dran gemacht. Ich hoffe, es ruschelt und raschelt nicht allzu sehr. Das wäre ganz schön. So, ja, wie lange brauchst du jetzt noch zum Laden hier, mein Lieber? Ja, ist natürlich, ja, der Creative Server ist natürlich massig überladen. Das wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Oh, oder auch nicht. Stimmt, den habe ich ja gar nicht geupdatet. Der ist ja immer noch auf Mindtest-Version 5.3 etc. pp. Sehr nice. Schnauze. Was ist denn hier los? Was ist denn da los? Ach ja, stimmt, die Tiermod ist ja immer noch deaktiviert. Wobei, bei der Tiermod gab es ja jetzt einen Fix. Das kann ich auch mal einspielen. Die Tiermod dürfte wieder funktionieren, soweit ich das gesehen habe. Muss ich noch mal probieren. Sehr nice. Das heißt, wir werden auch bald wieder mit Tiere spielen können. Ach, meine schönen Keller hier. Meine Gewölbe. Holy shit. Sehr nice. Ach ja, stimmt, die haben ja jetzt auch hier dieses Kreuz in der Mitte. Ändert sich jetzt. Wenn man auf ein Objekt geht, dann hat man so ein, ne, so ein. Naja, ihr seht ja schon. So ist es waagerecht und senkrecht und so ist es halt diagonal. Damit man erkennt, wenn man irgendwelche Objekte anvisiert hat. Okay, das ist kein Objekt. Interessant. So, da gucken wir mal. F5. Aber wir haben immer noch 60 Bilder pro Sekunde. Oha. Oha. Okay, hier geht es tatsächlich auch relativ stark runter. Nur noch 30 Bilder. Warum denn? Die Frage ist jetzt, liegt es an der CPU oder an der Grafikkarte? Ich schätze ja fast, es liegt an der CPU, weil mein Test halt leider nicht so super optimiert läuft und die CPU, die ist auch gerade am Anschlag. Also ein Kern. Jetzt ist ja das Problem bei mein Test. Ich meine, ich habe jetzt einen Vierkerner und mein Test nutzt aber halt nur einen einzigen Kern für die ganze Berechnung der Objekte und sowas alles. Ist halt ein Thread. Und dementsprechend, ne, wenn die Single-Core-Performance nicht so geil ist, dann bringt dir 20.000 CPU-Kerne auch nicht allzu sehr viel, weil halt eh nur einer genutzt wird. Finde ich schade, ist aber so. Okay. Aber ich bin doch alle, mit allem, in allem bin ich doch relativ zufrieden.
Wir haben definitiv eine höhere Sichtweite als früher und immer noch stabile mindestens 30 Bilder pro Sekunde. In sämtlichen Situationen. Meistens haben wir sogar 50 Bilder pro Sekunde und in der Regel sogar 60. Das ist doch schon mal ganz gar nicht mal so schlecht. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ne, ich muss das Ganze halt nur noch hochskalieren auf 4K. Und dann mal gucken, wie es das Ganze dann auf YouTube aussieht. Ich werde das Video auch in zwei Versionen hochladen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde es einmal in Full HD hochladen. Also genauso, wie ich es jetzt gerendert habe. Aufgenommen habe. Also so wie auch früher. Und einmal in der hochskalierten 4K-Version. Einfach damit ich selber mal gucken kann, ob das Ganze überhaupt irgendwas bringt. Ob das wirklich so gut ist, wie ich mir das vorstelle. Oder ob das doch nichts bringt und ich dann doch bei Full HD bleibe. Aber immerhin 60 Bilder pro Sekunde. Müssen wir dann mal schauen. So, hier die ganzen Freunde sind natürlich auch alle nicht da, ganz klar. Ach, mein schöner Stall. Ich freue mich schon, wenn die Tiere wieder da sind. Dann gibt's Sushi. Oha. Oha. Nur 20 Bilder pro Sekunde. Was ist denn hier los? Wie die ganzen Bäume da oben oder was? Das ist natürlich heftig. Mal kurz, ich gucke mal jetzt nicht weiter runter. Nee, an den Bäumen liegt scheinbar. Obwohl, doch, doch. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, geht die Framerate. Also liegt doch hinten an den Bäumen. Ah, ja. Na, man merkt schon, ne? 300 ist halt wirklich schon extrem weite Sicht. Das ist schon. Mal kurz, habe ich hier. Aha. Gucken, wie weit. Ne, einfach mal schauen, wie weit wir gucken können. Würde mich mal interessieren, wie viel wir sehen. Oh ja, die Sicht geht schon ganz schön weit. Holy shit. Holy shit, Alter. Okay, das ist echt nicht schlecht. Das sieht geil aus. Nice. Oh, sogar die Brücke sieht man von hier. Okay. Ach, scheiß Wolken. Ja. Also ich würde mal sagen, gar nicht mal so schlecht. Das kann man auf jeden Fall machen. Holy shit. Nice. Okay. Dann würde ich mal sagen, das sollte für eine Testaufnahme auch reichen. Und ich hoffe mal, dass sowohl die Aufnahme funktioniert hat, als auch alles andere. So, gehen wir mal wieder hier hin. Beenden wir das Ganze. Und dann schauen wir mal schon mal in die Videodatei rein. Die ist da irgendwo und dann da irgendwo. Oh, sieht doch gut aus. Ich meine, ich habe. Okay, scheint alles zu funktionieren. Ist doch geil. Das ist doch geil. So, dann werden wir mal. Schau mal. Du kannst erstmal. Oh, nee. Okay, dann soll es das damit auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, für die, ne, die andere Videos nicht geguckt haben. Mit den eigentlichen Let's Plays, also das, wo ich wieder aktiv spielen werde, geht es erst dann wieder los, wenn ich hier Glasfaser habe. Ne? Das habe ich mir als Prämisse gesetzt. Einfach, wie gesagt, habe ich schon erzählt gehabt in den anderen Videos. Für die, die es jetzt, ne, die meine anderen Videos geguckt haben, die können das schon abschalten. Mit den Let's Plays geht es erst dann los, wenn ich Glasfaser habe. Einfach, damit ich quasi hier nicht einen Server promote, der übers Internet eher schlecht als recht erreichbar ist. Einfach aufgrund der Internet-Tragödie, die wir hier haben. Ja, und deswegen, wenn wir Glasfaser haben und damit mein Server auch schön erreichbar ist und Leute auch drauf spielen können, ohne aufgrund der Lags ein Trauma zu bekommen, dann werde ich auch wieder weitermachen mit Let's Plays. Und ja, bis dahin. Halte ich erstmal meine Füße still. Ich werde mal so ab und zu mal vielleicht, so wie jetzt, so eine Testaufnahme machen. Oder mal so ein bisschen rumspielen oder sowas. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, so richtig mit Let's Plays weitergehen, tut's dann. Aber ich hoffe noch dieses Jahr. Wir haben immer noch keine Ahnung, wann das Glasfaser kommt. Eigentlich sollte es schon längst da sein. Aber wir haben mittlerweile. Also eigentlich sollte es schon letztes Jahr da sein. Ne? Irgendwie Dezember. Aber wir haben jetzt mittlerweile März und es ist immer noch nicht da. Eine Scheiße ist das. Ja,
Gut, dann würde ich mal sagen, hört man sich oder sieht man sich oder was auch immer wieder. Und wie gesagt, auch vorläufig erstmal ohne ohne Cam, einfach weil ich nicht weiß, wie ich das hier sinnvoll irgendwie integriere. Weil dieses Kamerading hier halt nur ein Fenster erstellt und sobald ich ein Spiel im Vollbildmodus habe, man auch die Kamera nicht mehr sieht. Was relativ behindert ist. Aber so ist es halt. Von daher, ja, würde ich mal sagen, schau mit V.